Gut. Zurück auf die Normandy. Bam, 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 bam. Ich muss gestehen, ich musste gerade nochmal gucken, in welchem System sich die Kula befindet. Das ist der Silia-Nebel. Na? Haben Sie herausgefunden, wie man ÖLG-Raumschiffe ohne E-Zero-Kern betreibt, Private Talavi? Nein, Ma'am. Dieser Auftrag ist keine Übung mehr. Der Geheimdienst erwartet einen Cerberus-Angriff. Cerberus? Gibt es ein Problem? Ich dachte, wir kämpfen gegen die Reaper, Ma'am. In einer Woche vielleicht. Warten Sie es ab. Ja. Haben wir die nochmal reden? Nochmals danke, Commander. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Bis jetzt die nächsten 40 Folgen nur noch hier, hier zu stehen, mir zu danken. Bitte, ist euer Job. Keine Nachricht. Sehr schön. Ich habe ganz kurz innegehalten, dachte mir, ah, vielleicht kommt doch irgendwas, aber nein, kommt nichts. Gut, dann, nein, nicht andocken, sondern verlassen. Und wir müssen in den Silia-Nebel. Da müssen wir allerdings durch das Mastenportal springen. Der Silia-Nebel ist wo? War das hier? Nein. Nein. Hätte vielleicht auch noch merken sollen, wo der Silia-Nebel überhaupt ist. Nein, nein, nein. Nee, die Außenzone war was anderes. Dann war es vielleicht einfach hier. Anos Becken, nein. Courage DMZ, nein. Nein, auch das kriegen wir schon hin. Silia-Nebel, 90%, das ist doch. So, die Frage ist nur, wo war das jetzt? War das hier? Nein. Siona war es auch nicht. Loropi könnte es gewesen sein. Aber waren hier nicht Reaper? Na, da findet was raus. Oh ja. Das waren sie wohl. Nehme ich kurz mal den Treibstoff mit. Und hau ab. Tschüss. ÖLG-Sprung erfolgreich. So, da war es wohl eins von anderen Dingern hier. System anfliegen, bevor ich da durchfliege. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Mein Gott, wo ist denn das nur? Vielleicht bei Fontes? Oh, das ist ja schlecht. Müsste ich vor. Ausweichen erfolgreich. Das war aber ganz schön knapp, würde ich sagen. Ich glaube, wir können diese Mission wirklich erst machen, nachdem wir eine andere Mission durchgeführt haben. Das ist ja dämlich. Ja, dann, gut, dass ich immer kurz hier war. Ein Fontes System und bei, überhaupt in dem Silia-Nebel. Muss ich mir das wohl irgendwie merken, beziehungsweise ich schreibe mir einfach auf. Silia-Nebel. Dekuna. Man schreibt mir ganz groß Elcor dahinter. Mit Ausrufezeichen. Dann weiß ich auch, dass es irgendeine Priorität hat. Treibstoff kaufen. In Toyoya System heißt es nicht, oder? Ich gucke ganz kurz nochmal. Nur ganz kurz. Ach nee, mach ich nicht. Nee, das ist mir zu weit weg jetzt. Gut, dann fliegen wir eben zurück. Zur Zitadelle und beginnen den nächsten DLC. Warum nicht? Dr. Bryson treffen wäre das, genau. Yeah. So, das war ja schon etwas schwierigerer DLC sein, habe ich richtig, was ich richtig verstanden habe. Mal sehen. Ja, andocken bitte. Und eins muss ich ganz kurz vorher machen. Oh, reicht doch nicht. Egal, dann machen wir es gleich. Ich will, dass Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von den Einsatzteams aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen.
Verzeihen Sie, Commander. Der Rest meines Teams verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson. Und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. Mist, ich gieße mir gerade Kaffee ein. Entschuldigung. Ist das notwendig? Eine dumme Frage, natürlich ist das notwendig. Das ist interessant, aber bezweifelt heute noch jemand die Existenz der Reaper? Die Allianz braucht unbedingt Informationen über die Motive der Reaper, ihre Taktik. Alles, was uns einen Vorteil verschaffen kann. Und wie sind Sie hier als Leiter gelandet? Wenn der Rest der Galaxie sagt, dass etwas nicht existiert, ist das für mich ein Anlass, das Gegenteil zu beweisen. Es geht Ihnen also um die Herausforderung. Um die Wahrheit. Noch 2148 hielt die Menschheit Aliens für einen Mythos. Da war ich schon geboren. Sobald der Mythos bewiesene Realität war, änderte sich unsere gesamte Geschichte. Die Reaper waren auch Teil dieser Realität. Und auch Sie haben eine Geschichte, Commander. Wenn wir Sie kennen, kommt vielleicht eine Schwäche ans Licht. Das ist eigentlich ein ziemlich geiler Ansatz, muss ich mal sagen. Ich muss übrigens mal sagen, bevor ich es vergesse oder bevor es jetzt weg ist, der Dr. Bryson hat ein wirklich gut modelliertes Gesicht. Also sieht echt ziemlich überzeugend aus. Klingt nützlich. Ich hätte Ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf Ihren Proteaner-Sender gehört, wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, nähern wir uns einem Durchbruch. Hadley, haben Sie die Daten? Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit. Sofort! Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Ist klar, du bist indoktriniert. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edie. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. Was? Ich? Was ist hier los? Gute Frage. Sagen Sie es mir. Ich stellte Daten zusammen, als Sie kamen. Und dann... Es war dunkel. Kalt. Als wäre ich woanders. Und dann? Ich weiß nicht. Eine Waffe in meiner Hand? Dr. Sie haben Bryson erschossen. Nein, das ist unmöglich. Ich bin kein Mörder. Nein, hab ich nicht. Ich war's nicht. Sie müssen mir glauben. Also ich glaube ich dir, weil ich bin davon überzeugt, dass du einfach indoktriniert wurdest und dementsprechend einfach nur eine Puppe warst für irgendwas anderes. Was ist denn dann hier passiert? Also hat jemand anderes abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun. Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. Indoktrination? Ich hab's zuerst gesagt. Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher, Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls sie... Ah! Was ist los? Ich glaube... Zurück! Wovon reden Sie? Ja, es geht wieder los. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Und er ist tot wahrscheinlich. Verdammt! Bringen Sie ihn in die Klinik. Vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist. Jawohl, Sir. Commander, das sollten Sie sich ansehen. Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan von Dis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Kurzfassung, bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau, das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden.
Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer, quasi den Spitzenprädator. Und das macht sie nervös. Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Okay. Ich muss mir natürlich die Frage stellen, da wir immer so ein bisschen Gefahren abschätzen müssen hier in diesem wundervollen Krieg. Wenn es hier etwas gibt, was Reaper mal eben so, oder wahrscheinlich nicht mal eben so, aber trotzdem auf jeden Fall ausschalten kann, wovor die Reaper Angst haben, sollten wir nicht auch ein bisschen mit Vorsicht darauf reagieren? Aber, schön. Leviathan klingt gefährlich oder könnte nützlich sein? Ja, ist beides der Fall, aber es klingt gefährlich, das stimmt. Alles, was einen Reaper töten kann, würde jede Menge Kollateralschäden anrichten. Aber angesichts des Konflikts halte ich das Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund, durchaus für relevant. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Ja, ich bin gespannt. Audiolog finden. Oh, kommt ihr die jetzt mit? Die kommt wirklich mit. Lass du einfach dieses Audiolog finden, was wir direkt hier neben haben. Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Gano. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Gano scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Dann geben Sie mir doch eins. Er ist irgendwo da draußen. Und wir brauchen ihn. Ich tue, was ich kann. Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Gano. Auf Galaxiekarte nachsehen. Das ist jetzt 50.000 kleine Mini-Missionen. Ja, machen das du mal. Sagt uns das hier, wohin Gano gegangen ist? Nein. Aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Das Labor nach Hinweisen durchsuchen. Ja, okay, wir sind jetzt gerade in ein Adventure gelandet. Ich hoffe, die Aufträge sind ein bisschen komplexer, als finde das Audiolog, was direkt vor deiner Nase liegt. Aber da finden wir schon was. Hier ist zum Beispiel ein Hinweis. Bryce's Experiment benutzt. So, das möchte ich auch auf meinem Schreibtisch stehen haben. Kann man mal schön einsetzen mit Let's Plays oder so. So als Begrüßung und Abschied. Aber kann hier wirklich raus. Schön. Was ist das? Computerkonsole benutzt. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Gano folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Hier haben wir noch irgendwas. Eine weitere Computerkonsole. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Oh, wie günstig. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Sehr schön. Ich will trotzdem wissen, was es hier mit auf sich hat, aus dass es vielleicht irgendwie gimmick ist. Bisher nichts. Gut, gucken wir noch ein bisschen weiter rum. Was haben wir noch so alles hier? Was ist das denn hier? Eine Pistole mit einem Schädeltraumasystem. Das hätte ich normalerweise für viele tausend Credits, was auch immer das, wie das die Währung ist, kaufen müssen. Ein MP-Hochgeschwindigkeitslauf. Gut, dass ich hier draußen mal war. Noch irgendwas? Da stehen Kisten. Ist nix. Was ist das? Unterreichende Materialien für Pistole. Sehr schön. Das hat sich doch jetzt schon gelohnt, erstmal, die drei Dinger. So, was ist das? Sovereign-Fragment, oh. Die Sovereign, Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich? Eher nicht so gut, würde ich schätzen. Die obere Etage gucken wir uns gleich an. Vorher noch ein bisschen unten erstmal alles abgrasen. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Was ist das? Ein Bild? Von Anne Bryson.
9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Von Anne Bryson. Achso, hat er schon. Gut. 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Ich finde, er hat schon ein bisschen Relevanz. Videolog benutzt. 7. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Edi? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wenn wir Daten über die früheren Bewegungen von Rachni-Schiffen finden, grenzt das unsere Suche vielleicht ein. Möglicherweise finden wir die Daten genau in dem Ding, was hier direkt daneben liegt. Das scheinen Sichtungen von Schiffen zu sein, die zu Rachni-Signaturen passen. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Also... Wie soll ich es freundlich formulieren? EA kann ja schon einiges. Aber Adventures in Mass Effect, das können sie irgendwie nicht. Tut mir leid. Skelett untersuchen. Monster von Loch Ness. Plesiosaurier. Monster von Loch Ness ist interessanter. Interessant und nicht existent. Sag das nicht! Was gibt's hier noch so alles? Hier ist noch was. Ein PDA. Der Turianer, ach guck mal an, 17. August 2185. Der Turianer, eine auf Pheros entdeckte Lebensform, ermöglicht faszinierende Einblicke in den Lebenszyklus einer wahrhaft fremdartigen Spezies. Im Gegensatz zu gewöhnlichen intelligenten Leben nutzt er keine Massenportale. Er dürfte somit keinerlei Interesse an proteanischen Artefakten haben. Commander Shepard behauptet, Reaper-Feinde hätten von Reapern kontrollierte Technologie genutzt, um das Leben so zu züchten, dass es sich in vorhersehbaren Bahnen entwickelt. Der Turianer bildet eine Ausnahme von dieser Regel. Er hat sich so entwickelt, dass er organische Hilfsmittel anstelle konventioneller Technologie nutzt. Leviathan muss ihm in gewisser Weise ähnlich sein, wenn er es geschafft hat, so lange unentdeckt zu bleiben. Der Turianer hat Schmerzkonditionierung eingesetzt, um seine Opfer zu kontrollieren und sie für körperliche Arbeiten zu nutzen. Beinahe so, wie ein Mensch seine Hände und Finger benutzen würde. Commander Shepard behauptet, die Reaper würden dasselbe mit Hilfe eines anderen Prozesses namens Indoktrination tun. Leviathan, was auch immer er sein mag, muss eine ähnliche Methode benutzen. Ah ja. Ah, nochmal ein kleiner Bogen geschlagen zum Mass Effect 1 Let's Play. Wie schön, was ist das? Steine. Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Und hier ist schon ein Mikroskop. Meteoritenprobe mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Was gar nicht mal so wenig sein dürfte. Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Ah ja, der Filter wird immer kleiner. Oder wird immer feiner, sag ich mal so rum. Kreaturensichtungen. Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Die Fotos weisen chemische Rückstände auf. Vielleicht sieht man unter einer anderen Lichtquelle etwas. Vielleicht mit diesen Knöpfen mal. Jetzt nochmal. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garnot könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edi, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Füge jetzt hinzu. Kreaturensichtung, okay. Hier ist noch irgendwas. Ah, Massenimpuls-Rückstoßsystem für eine MP. Ist doch schön. Und ein weiteres. Ach, das Bild hat er schon. Okay, das könnte dieser Raum gewesen sein. Das ist der ursprüngliche Raum. Gehen wir also mal die Etage hier hinten hoch. Also die Treppe hinten hoch. In die nächste Etage so rum. Also hier kommen auf jeden Fall jede Menge Gimmicks. So ist das nicht. Was ist das? Ein weiteres Bild. Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Doch, ist es. Und hier ist ein weiterer, ein Audiolog. Dr. Bryson, ich stelle Einsatztruppe Aurora wie angeordnet wegen des abgefangenen batterianischen Funkverkehrs über den Leviathan von Dis frei. Commander, das Schlachtschiff ist unter Kontrolle, aber die Salarianer könnten Überwachungsaufnahmen haben. Unser Botschafter wird die Sache komplett leugnen. Geben Sie mir Ihre ersten Analyseergebnisse. Mehrere Millionen Jahre alt mindestens. Und die Technologie stellt alles in den Schatten, was im Rad sitzt. Ausgezeichnet. Und
Unsere Wissenschaftler werden Tag und Nacht arbeiten, um seine Geheimnisse für die Hegemonie nutzbar zu machen. Eine Sache nur, Commander. Von dem echten Leviathan von Dis, dem Ding, das dieses Schiff vernichtet hat, fehlt immer noch jede Spur. Unwichtig. Das Schiff hat Priorität. Und was den Rest der Galaxie betrifft, es gibt keinen Leviathan von Dis. Hat es nie gegeben. Ja, die Batarianer sind immer so schön misstrauisch. Sehr wunderbar. Okay, hier oben haben wir also keine weiteren Filter gefunden, sondern nur in Anführungsstrichen Hinweis oder ein Bild. Okay, gehen wir also wieder runter. So, wie ganz cool. Und ich nehme mal stark an, jetzt haben wir noch nicht alle Hinweise zusammen, denn wir haben hier noch ein weiteres Videolog. Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten, werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. Okay. In der Nähe seines Herzens? Was bedeutet das? Vielleicht doch bei den Bildern irgendwie. Hat es irgendwas mit den Bildern zu tun, weil es sein Kind in seinem Herzen ist? Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. Ich brauche die Bilder. Hier ist ein Bild. Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Interessante Hypothese, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. Gut, gehen wir nochmal eins höher. Da ist nämlich noch ein Bild. Und dazu vielleicht dann ein Kopf, den wir auch noch benutzen können. Was immer das bedeuten mag dann. Noch ein Kunstwerk aus Anne Brysons Kindheit. Ah, da ist eine Zahl drauf. Moment mal. Sieh sich das einer an. Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen. Okay, dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Mal ganz ernsthaft, ein ganz einfacher numerischer Codesequenz ist jetzt auch nicht gerade State of the Art, noch nicht mal heute. Aber gut, also vor allem von, was war das, 6 Zahlen oder 8 Zahlen oder was? Egal. Wo war das hier? Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Gano gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Wird gerade erledigt. Damit müssten wir wahrscheinlich alle jetzt haben, oder? Ich finde es auch schön, dass man mittlerweile von einem Standard-Invasionsmuster sprechen kann, aber gut. So, gehen wir mal hier rein und ich würde sagen, wir machen kurz einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir einmal alle Filter hier eingeben. Aber vorher drücke ich mal auf diesen Knopf und beende damit die Folge. Ja, bis gleich.